etwa um 3000 vor Christus wurde die Kreisgrabenanlage in Pömmelte erschaffen und hatte für etwa gut 1000 Jahre hier Bestand. Die Gesamtanlage hat einen Durchmesser von etwa 115 Metern und ist damit nicht nur vom Alter her, sondern auch von seiner Größe her vergleichbar mit Stonehenge. 7 Kreise von Wällen, Gräben und Palisaden umgeben die Kreisgrabenanlage oder vielmehr bilden sie. Sie wurde aufwendig rekonstruiert und obwohl man jetzt bei den Pfählen auch viele Schnitzereien eingearbeitet hat, ist das natürlich fiktiv. Das kann man nicht exakt so sagen, dass das genauso ausgesehen hat. Aber was man sicher ist, es wurden ja überwiegend die Farben schwarz, weiß, rot, also die drei Farben der großen Göttin, und Ocker benutzt. Wir haben ja also einen deutlichen Bezug zur matrifokalen Kultur und Religion der Steinzeit. Pömmelte ist ebenfalls wieder eine Anlage, die sozusagen astronomisch orientiert ist. Im Gegensatz zu Goseck aber weniger auf die Wintersonnenwenden, sondern auf die Zwischenfeste, wie sie auch die Kelten feierten, also auf die Sonnenauf- und Untergangspunkte zu Imbolc, Beltane, Samhain und Lugnasad etc. Wir haben hier also einen Kalender, der schon fast protokeltisch zu nennen ist. Eine Ausrichtung zu den Zwischenzeiten. Und auch die Ahnenverkultung ist in Pömmelte sehr viel stärker spürbar als in Goseck. Pömmelte wurde um 2050 vor Christus rituell geschlossen. Das ist wieder sehr vergleichbar mit der Kreisgrabenanlage von Goseck. Das heißt, man hat einzelne bestimmte wichtige Pfähle herausgenommen, rituell verbrannt und dann in die Gräben gestreut. Also ein wirkliches rituelles Abbauen dieser Anlage. Obwohl die Anlage hinterher noch ein paar hundert Jahre immer mal wieder rituell genutzt wurde, weil die Wälle wohl noch zu sehen waren, endete eigentlich um 2050 vor Christus die Hauptzeit von Pömmelte. Persönlich sehr beeindruckend empfinde ich hier in Pömmelten diese aktive Drachenkraft, die immer noch sehr, sehr weit das Feld hält, sehr aktiv eigentlich da ist, wie noch tanzt mit den damaligen Menschen, beziehungsweise eigentlich auch mit uns, wenn wir mit hineintreten. Diese Form von Verbundenheit der Menschen als Gemeinschaft mit einer sehr aktiven Drachenkraft wurde mir immer wieder gezeigt in Rückführungen, in Reisen, wenn ich zu den Ahnen gehe, zu der Megalithkultur gehe, als die waltende Kraft, die alle verbindet. Und hier begegnet sie mir auf einer sehr lebendigen Art und Weise an einem Ort, der ja ausgehende Steinzeit, beginnende Bronzezeit, wo sie bis heute, ja 4000 Jahre später, ganz lebendig noch hier am Ort da ist. Ich persönlich empfinde diese Kreisgrabenanlage als sehr lebendig und sehr, sehr, sehr vielschichtig. Ich habe also einen deutlichen Bezug, deutlich spürbaren Bezug zur Lebenskraft, aber auch die Ahnenebene ist sehr präsent. Ich nehme vor allem Farbwirbel wahr. Ich kann das Ganze aktuell noch gar nicht einordnen. Es hat noch eine sehr hohe Energetik, wie ich finde, und besitzt auch von seinem Aufbau her eine große Vielschichtigkeit. So gibt es zum Beispiel eine Seite, an der man eher
Alltags- oder Instrumente, Steininstrumente gefunden hat, zum Schaben etc., die also offenbar dem Leben zugewandt ist, und eine Seite, wo man Beile eher gefunden hat. Die Archäologen deuten das hier als eine männliche und eine weibliche Seite. Man könnte es aber auch eine Seite des Lebens und eine Seite des Krieges oder damit auch des Todes nennen. Wir haben ja also ein sehr komplexes Weltbild, und das wird natürlich noch einmal mehr aktiviert durch die Holzstelen, die hier auch geschnitzt sind. Wie gesagt, man kann nicht hundertprozentig sagen, dass sie so aussahen, aber letztendlich schon auch Götterbilder, Darstellungen, Holzstelen in Form von hölzernen Menhiren in weitestgehend Menschengestalt. Also ein sehr, sehr komplexes Weltbild, das sich hier bereits manifestiert, in der Leben und Tod gemeinsam existieren. Die geomantische Situation in Pömmelte ist wirklich äußerst spannend. Wir haben hier nicht wie in Goseck einen Göttinnenfokus. Wir haben auch keinen mächtigen Einstrahlpunkt in der Mitte, wie das häufig der Fall ist bei Ringanlagen. Wir haben auch kein Landschaftszentrum. Wir haben etwas ganz anderes hier. Und zwar ein mächtiges Landschaftswesen, das sich hier fokussiert. Ein Landschaftsgenius, der seine Grenze etwa im inneren Bereich der inneren Palisaden hat. Dieses Wesen ist eine Mischform aus einem solchen Landschaftsgenius, einer Landschaftsgöttin, wenn man so will, und einem Kollektivelemental der Menschen, die wohl hier früher gewirkt und rituell gearbeitet haben. Wir haben zudem eine Drachenlinie, die in etwa Nordost-Südwest verläuft, allerdings nicht ganz exakt in der Mitte sozusagen die Anlage schneidet, sondern etwas nach Südost versetzt. Und wir haben Richtung Nordwesten eine Leyline, die die Anlage verlässt, aber sie nicht betritt. Pömmelte ist einer der wenigen Beispiele, die ich kenne, wo ein Quellpunkt einer Kraftleyline besteht. Der Platz hat eine sehr, sehr starke Vitalkraft. Und ich kann sogar sagen, es ist etwas wie ein Drachenportal. Die Drachenkraft ist hier sehr, sehr präsent, nach wie vor über all die Jahrtausende. Um die Stelen herum, diese Ahnenstelen, wenn man sie so nennen will, haben wir auch nochmal verstärkt die Qualität eines Ahnenraums, also mit dem Lecherwert 3,2. Das Spannende hier an dieser Anlage ist tatsächlich die unglaubliche Komplexität, die das Weltbild hier bereits zeigt, mit einem Landschaftsgenius, mit einem Leyline-Quellpunkt, mit Drachenportal oder Drachenkräften und der Ausrichtung in die Zwischenhimmelsrichtungen, der Komplexität zweier Seiten, die auch archäologisch vollkommen unterschiedlich genutzt wurden, und natürlich dann zum Abschluss der rituellen Bestattung, wenn man so will, dieses ganzen Platzes um 2050 vor Christus. Also Pömmelte mit Sicherheit eine Reise wert, eine sehr, sehr spannende Anlage, die bis heute aktiv ist.